Willst du ohne Risiko Millionen verdienen? Ein armes Land, eine Schweizer Bank, eine Staatsgarantie, ein bisschen Bestechung und zack, bist du Millionär. Basierend auf einer wahren Geschichte. Als erstes brauchst du ein Projekt. Es muss keinen Sinn machen, nur sehr teuer sollte es sein. Am besten ein Projekt in einem armen Land mit einer möglichst korrupten Regierung. Wie wäre es mit einer Thunfischfangflotte in Mosambik? So richtig viele Schiffe für, sagen wir, 850 Millionen Dollar. Jetzt brauchst du jemanden, der dir einen Kredit gibt. Wieso nicht eine Schweizer Bank? Fragen wir die Credit Suisse. Dieses Projekt macht ja gar keinen Sinn. Wenn ich dir dafür einen Kredit gebe, bekomme ich das Geld nie wieder zurück. Natürlich hat der Banker recht. Deshalb kommen wir jetzt zu die Staatsgarantie. Die beruhigt den Banker. Garantiert Mosambik für die Kredite, ist es dem Banker nämlich egal, wenn unser Projekt bankrott geht. Dann haftet der Staat und muss die Schulden zurückzahlen. Stopp! Wieso sollte mein armes Land 850 Millionen für ein sinnloses Projekt ausgeben und sich dafür verschulden? Natürlich hat auch der Politiker recht. Darum brauchst du jetzt ein bisschen Korruption. Zusammen mit dem Banker bestichst du den Politiker in Mosambik, damit er die Staatsgarantie unterschreibt. Und das wär's. Jetzt ist die Credit Suisse bereit, dir das Geld zu geben. Du musst es nur noch aufteilen. Einen Teil der Millionen behält die Schweizer Bank für sich, als Gebühren. Einige Millionen gehen an die Politiker in Mosambik, einige Millionen behältst du für dich und ein bisschen investierst du auch noch in die Thunfischfangflotte. Aber nicht zu viel, denn auch ohne die Schiffe sind alle zufrieden. Alle? Na, zumindest die, die etwas zu sagen haben. Natürlich finden es die Menschen in Mosambik nicht so toll, dass sie die Millionen mit ihren Steuergeldern zurückzahlen müssen und dass deshalb auch Geld für Schulen und Spitäler fehlt. Aber zum Glück haben sie es dort nicht so mit der Meinungsfreiheit. Jetzt musst du nur noch aufpassen, dass in der Schweiz niemand von deinem Geschäft erfährt. Credit Crisis. Die ganze Geschichte findest du unter reflekt.ch.